Marlen, Etappensieg bei der Tour de France Femme. Erstmal, wie fühlt sich das an und vor allem, wie hast du das gemacht? Es ist natürlich super cool, was soll ich anderes sagen? Sehr, sehr geil. Ja, ich denke, es ist einmal mehr so ein Teamerfolg, weil wir hatten heute den Plan, wir machen das Rennen hart. Es ist ja ein hartes Rennen, es war mit Gravel Sack, das war so ein bisschen Strade Bianche Etappe. Wir haben gesagt, wir fahren da von vorne, machen es hart, machen eine Selektion und nutzen dann die Situation. Und das ist, was wir getan haben mit Team SD Works. Wir waren ziemlich reduziert, also eine kleinere Gruppe nur noch und fünf von uns mit unseren zwei GC-Frauen. Daraus nicht zu attackieren, wäre ja irgendwie schade. Und das haben wir dann abwechslungsweise getan, dass meine Attacke clear ging. Glück für mich. Was hast du denn gedacht auf dem Weg zum Ziel? Ich meine, es waren noch 23 Kilometer, viel Zeit zum Nachdenken. Und ab wann hast du wirklich gedacht, okay, jetzt sieht es gut aus? Genau, also da waren verschiedene Gedanken. Einerseits habe ich mich schon darauf konzentriert, was ich tue, auch wie ich das pace, weil am Anfang fährst du idealerweise schnell, damit du ein bisschen Zeit gewinnst, aber dann vielleicht auch ein bisschen dosieren. Ich habe dann gedacht, ich gebe denen mehr in den Anstiegen, dass die nicht denken, die kriegen mich dort. Und aber dann dachte ich auch einfach, dieser Sport ist anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Und auch, dass es eigentlich ihre Entscheidung hinter mir ist, ob die mich fahren lassen oder nicht. Weil ja, wir alle wissen, das kannst du nicht alleine schaffen durch deine Physis. Es ist eine Entscheidung der Gruppe, die hinter dir ist. Und da war ich natürlich schon im Glück, dass ich da noch vier Leute aus dem Team habe, weil die wissen auch, wenn sie da fahren, dann kommt halt die nächste Attacke. Also ich glaube, das macht es besser für mich. Wo ordnet sich das jetzt ein, so ein Tour-Etappensieg? Es ist die erste Tour, da ist nicht viel Geschichte dahinter jetzt als Frau, aber es ist schon was Großes. Ja, das sagen alle, gell? Ja, es ist sicher was Großes, sicher was, das Spaß macht, in den Büchern zu haben, aber ja, es ist schlussendlich ein Radrennen.